Den Dreck einbrachen auf der Herrscher. Aber ich glaube, man hat den einbrachen. Stimmt, Herbst. Jetzt ein Nachbar. Grüß dich. Grüß dich. Du staubst rausgehen, hä? Ich? Nur nein. Ja. Ich geh keine Straße. Ich? Ah, nein. Du hast noch das Ograut gekommen. Das Ograut nur gekommen, siehst du? Oh, natürlich gehe ich raus. Also. So wie sich's halt kehrt, ich selbst dich. Ja, der kehrt, wie sich's kehrt. Gell? Sag einmal, Richard, willst du mich meinen? Was? Willst du mich meinen? Ich? Ja? Warum? Bei so lustigen Sachen verstehe ich für keinen Spaß. Das gehört weg, Alter. Ja, jetzt kehrt ihr raus, bevor du den Wind zu mir rumlaufst. Ja, das tue ich schon. Das ist mit dem Shit der Arschleck da. Da bricht es auch den Fick, wenn man dir der Arschleck fahren ist. Yes. Entschuldigen Sie, meine Herren. Hä? Entschuldigen Sie, meine Herren, ich suche die Geheimrat-Häberle-Straße. Was ist los? Ich suche die Geheimrat-Häberle-Straße. Haben Sie keine Navigatur im Auto drin? Eine Navigatur? Ach, Navi, mein. Ach, jetzt weiß ich, was ich meine. Ja, ich muss gestehen, ich kam jetzt gerade von der B30 bei Äpfingen und kaum, dass ich die Gemarkung Baldringen überschritten habe, kam mal die Ansage, hier endet der digitalisierte Bereich. Oh, oh, oh. Sie sind auch nicht von da, gell? Hä? Du, ich glaube. Das ist kein hiesiger. Weißt du, das ist kein hiesiger. Sie sind kein hiesiger nicht. Geilet Sie? Geilet Sie? Otto, ich glaube, der versteht nicht. Weißt ich glaube, der versteht nichts. Du wolltest den gucken. Pass auf, mein warmes Licht. Sie sind Iten von daher nicht. Gehen Sie! Gehen Sie! Otto, ich glaube, der versteht ihn. Und außerdem, wenn Sie sich auskennen, dann müssen Sie nicht fragen, oder? Genau, das hat mir auch gerade noch gefällt, dass ich den geschehenden Herderdien auch noch einmischen muss. Ja, wenn es doch wahr ist, oder? Der hat mich gefragt und nicht dich. Ja, dann sag's. Bist du völlig schwierig. Ja, dann sag's ihm doch. Was soll ich sagen? Du bist ja auch so gescheit, das war nur besser, gell? Ja, der versteht es doch gar nicht. Ja, dann springst du halt auch, das soll ich. Nein, der hat mich gefragt. Also. Ich bin schon voll so. Jetzt, pass auf, nee, jetzt, wie man das macht. Wohnen, wenden Sie jetzt Nummer? Ich suche die Geheimrat-Häberle-Straße. Geheimrat-Häberle? So, so. Wir wählen Sie auch da. Da wohnen doch gar keine Rechtsschnitte. Also, Entschuldigung, da wohnen doch keine hereingerochenen nicht. Genau. Richard, gell's gut. Ja, segnest Gott. Gut, also das Wort, das habe ich gesucht. Ja, du hast gefunden, ich habe das Wort gesucht. Ich helfe doch gerne. Das hat mir helfen können. So, jetzt sind wir mal du weg, Alter. Das kann ich überhaupt nicht verputzen, wenn sich die Leute einmal von den Nähen drängen tun. Da kriegt ich einmal hinaus, wo kein Loch nicht ist. Ist die Geheimrat. Häberle Straße, ich weiß, pressiert, hä? Sie müssen mich halt umschwätzen, da kommt man ja zu nichts, wenn irgendwo da einen einschwätzt. Und du, der versteht dich doch bitte. Der Richard meint, Sie dürfen mich nicht verständigen. Da beschwätze ich ja schon so deutlich, als ich noch höre. Das ist nämlich eine Kunst, wenn man Itten so schwätzen darf, wie uns wohl gewachsen ist. Also, Geheimrat Häberle Straße. Ja, es wäre mir recht, bitte. Jetzt noch? Ellen, wir freundlich bleiben, junger Mann, gell? Wählen Sie da rein oder ich, hä? Sie oder ich, hä? Oh, du, der versteht's doch nicht. Jetzt sag euch auch, wo es nicht geht, und dann können wir weiterkehren. Ja, soll ich? Ja. Also gut, zuerst der Buckel nach und dann da wieder nach und schon sind Sie da. So verstaubt das doch hier jetzt gucken, Alter. Der verstaubt, ich warte jetzt. Soll ich? Nein. Nein, der will. Also. Du kennst mal aber, wisst ihr, Helfer. Also. Zuerst
missen Sie den Buckel, also den Buckel der Dieben, also sehen Sie den Buckel der Dieben, den müssen Sie nachfahren, ja, also nach. Und wenn Sie dann ganz unten drunten, also im Loch ganz unten drunten angekommen sind, ja, dann müssen Sie micken. Bremsen. Die Grenzzone vom Kindergarten. Genau. Am Kind ist 30 Jahre. Wissen Sie? Müssen Sie micken. Verstehen Sie? Ja, bremsen. Wenn Sie dann unten im Loch unten sind, dann müssen Sie hinauf. Den Bogen, also den Stich hinauf. Also ganz hoch, den Stich, den Berg, das geht ganz hoch hinauf. Und dann müssen Sie hinauffahren. Und wenn Sie dann ganz oben angekommen sind, müssen Sie links abbiegen. Da kommt China, rechts oder Adler. Da geht es dann rechts hinein. Und schon sind Sie drinnen. Aha. Genau. Also Sie meinen, ich muss jetzt zunächst hier runter? Richtig, dann lernt der Buckel nach. Und beim China-Restaurant dann... Links abbiegen. Richtig. So wie Minzia, ich will nicht mal fragen. Tja, wissen Sie, ich habe so meine Schwierigkeit mit Ihrem lustigen Dialekt. Der Otto meint, zu wem Sie wollen. Genau. Ich suche Konrad Nägele. Wer? Konrad Nägele. Kenn ich. Afrile. Kenn ich. Du kennst schon Konrad Nägele. Nein, den kenn ich. Afrile, kennst du den? Würde ich sagen. Hast du nach alle Hände das Konne? Aber der ist doch mit dir in Schule, was du noch kennst. Afrile kenn ich, der Konne. Ja, also. Der Afrile kennen. Ja. Aber der kennt doch den nicht. Das hast du mir gesagt. Konne kennt keine so leicht, das weiß ich nicht. Er versteht den doch gar nicht. Der wird doch halt eine Versicherung verkaufen oder irgendwas. Der will zum Konne. Will zum Konne. Stimmt das, will du zum Konne. Was tust du? Den Konne. Ja gut, okay, wenn du zum Konne gehst, dann soll er aber auch einen Gruß sagen. Ja. Weil er sagt ja einen Gruß von Biestensteuer ins Auto. Das bin nämlich ich. Und von mir, gell? Ja, genau, und von Dick Dommeles Richard. Der hinter dir das Ganze. Was? Das letzte habe ich jetzt nicht so. Entschuldigung, dieser Hintertüren des Biesen. So ja, jetzt ist er auch. Jetzt geht er zum Kunde her. Ja, wo ist wirklich der Gott zum Kunde? Bin ich Richard. Weißt du noch, früher? Früher, ganz früher, wo wir noch junge Seicher waren. Weißt du noch? Junge Seicher. Da haben wir immer wieder am Hinterregen vom Adler ein Kasten Bier mitgegangen. Mitgaunen, launen. Bis, und den haben wir noch immer heimlich in der Heide oben gesucht, weißt du? Ja, heimlich am Waldrand lieben. Richtig. Und das so lang gegangen. Das ist gut. Genau. Bis es uns nicht mehr so lange verzwischt hat. Die hat es vielleicht gut verschlagen, dass es eben zwei der Hausstaffel nachgeschlagen hat. Also Iberzwehr, den Steffel, hinab. Genau. Ich kann Ihnen sagen, wie wir zusammengezuckt sind, wie wir zwei mit ihrer Freundschaft, mit ihren ganzen 185 Kilo vor ins Werkstatt ist. Wirklich, also mit ihrer Freundschaft? Kennen Sie sich das vorstellen? Ja, ist alles wahnsinnig interessant. Ja, eben, das war der Norita. Aber ich sollte jetzt dann doch wirklich meinen Weg weiter... Übrigens, gell, schon jetzt unter so ein Spatt. Springst halt nichts nein, gut. Da bringst du nichts nein. Also, ja. Wenn Sie gern noch sagen. Also, dann würde ich ja. Mich jetzt. Ich wäre. Und der Kurs ist besser. Wissen Sie noch von wem? Wissen Sie noch von wem? Ja, ich muss gestehen. Vom Otto? 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 Und vom Richard. Richard. Also Otto und Richard. Also Richard, jetzt ziehen Sie den Unterkiefer ein bisschen an. Wie wenn Sie eine Zitrone lesen.
Wir seid der Esel. Richard. Richtig. Jetzt hör ich. Jawohl. Ja, also, jetzt hörst du. Jawohl, jetzt hörst du. Wieder mal Dankeschön, hab ich gesagt. Der wollte doch bestimmt nur sehen, was der See war. Das war wahrscheinlich. Der wollte sehen, was das war. Wahrscheinlich schon. Da haben wir bloß kurz und knapp Auskunft hier. Aber, ich saß ja jedes Mal, das hat er schon 100 Mal gesagt, es hilft einfach, wenn man sich mit den Leuten verständlich machen kann. Ja, natürlich. Wenn man sich mit den Leuten unterhalten kann. Ja, ja, weil, weil das weiß ja jeder. Wir Schwaben, wir kennen alles. Auch Hochdeutsch. Jawohl.